Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf Teebeutel Pi. Und ja, es ist schon wieder ein neues Spiel, denn wir befinden uns auf der Odyssee nach dem perfekten Zombie-Survival-Game. Und der Meinung vieler Steam-Konsumenten handelt es sich dabei um Miscreated, einen noch relativ jungen Titel, 2014 glaube ich erstmals erschienen. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine Early Access Version, wie sich hier unschwer erkennen lässt. Nun, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass mich dieses Logo auf eigentümliche Art und Weise ein ganz kleines bisschen an das von DayZ erinnert. Wer mir nicht glaubt, sollte einfach mal in die Google-Suche die beiden Wörter DayZ und Logo eingeben und kann mich vielleicht zumindest in diesem kleinen Punkt nachvollziehen. Okay, auch bei Miscreated handelt es sich wohl um einen apokalyptischen Vertreter des Survival-Genres. Hier allerdings bekommen wir nicht Zombies serviert. Schade, aber dafür Mutanten. Okay. Was ich auf YouTube-Videos davon gesehen habe, entsprechen sie eigentlich nicht so ganz dem, was ich mir gewünscht hätte, weil ich möchte einfach tatsächlich wirklich klassische Zombies, so wie sie in den anderen Titeln auch vorkommen. Aber egal. Wir probieren es einfach mal aus und ja, wer weiß, welches Let's Play länger hier durchhält bei Teebeutel Pi? DayZ? Oder gar doch Miscreated? I don't know. So, 30 von 32 Spielern, das will ich gar nicht. Ich möchte eigentlich einen relativ leeren Server, einfach nur um das mal hier auszutesten. Hier haben wir doch schon einen. Ping 938. Ist das jetzt ein Witz? Wir schauen einfach mal, was passiert. Vielleicht sind die Ping-Werte ja auch ein bisschen komisch. So, Patch-Notes, ja. Zumindest macht die Oberfläche schon mal einen sehr aufgeräumten Eindruck. Grafikeinstellungen gibt es bislang noch gar keine. Zumindest habe ich gerade keine sehen können. Man kann lediglich die Auflösung einstellen und das Anti-Aliasing. Und das war es dann aber auch schon. Mal schauen. Es kann natürlich positiv sein, kann aber auch negativ sein. Ich bin ausgestattet mit einer Pulle Energy, erworben in der Niederlande, denn ich wohne an der Grenze zu den Niederlanden und da gibt es ein Energy von der Marke Slammers und er ist nicht besonders gut, aber er ist besonders billig und deshalb trinke ich ihn jetzt. Deshalb sei diese Schleichwerbung an dieser Stelle durchaus gestattet, wobei es sich dabei tatsächlich nicht um Werbung handelt, denn ich denke, ich werde von Slammers für diesen Kommentar weder entlohnt noch, naja. Weapons feel inaccurate. Press and hold left shift. Trigger button. Okay, gut. Egal. Wir schauen einfach mal, was passiert. Er lädt immer noch die Welt und solange kann ich euch noch erzählen, zum Beispiel von meinen Eindrücken von der Gamescom, denn da war ich leider am Sonntag. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, innerhalb der Woche da aufzuschlagen, aber dieses Jahr hat es terminlich nicht anders gepasst. Und dort habe ich jemand ganz Nettes kennengelernt oder zum ersten Mal getroffen. Ich kannte sie schon vorher, die liebe Sissy vom Radio Tatooine Podcast, meinem Star Wars Podcast Projekt, das ich zusammen mit meinem Best Buddy Tim seit nunmehr beinahe 2,5 Jahren am Start habe. So. Und siehe hier erste Grafikfehler. Oder soll das so? Oh, nee, die haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Okay. Wir sehen hier unten rechts im Bild. Ich würde jetzt gerne mit der Maus drauf zeigen, aber das geht nicht. Aber ihr müsst jetzt einfach mal eure Augen nach unten rechts wandern lassen. Dort ist eine verdammt kleine Anzeige, die wohl meine diversen Statuswerte anzeigt. Und ich würde mal sagen, ja, wir sind in einem Wald. Das ist ja ganz toll. Was mir aber sofort auffällt, es sieht wirklich verdammt hübsch aus. Das Spiel basiert auf der CryEngine. Fragt mich jetzt nicht nach der Version der verwendeten CryEngine. Aber es sieht hübsch aus, ja. Und es läuft schon mal deutlich performanter
als DayZ. Hat aber, finde ich, eine ähnliche Optik so auf den ersten Blick. Finde ich schon ziemlich okay. Finde ich auch deutlich hübscher als beispielsweise H1Z1. Wobei ich ja schon im Let's Play zu H1Z1 gesagt habe, dass die Grafik mitunter doch sehr stimmungsvoll sein kann. Aber es gefällt mir schon mal. Ich laufe mal hier in einen Busch rein. Passiert was? Kann ich irgendwas tun? Oh, mit E lehne ich mich nach rechts. Und mit Q lehne ich mich nach links. Ui, ui, ui. Okay. Wisst ihr was? Wir werfen, bevor wir uns diesem Zaun nähern, einfach mal einen Blick auf die Controls. So, Action ist F. Okay. Wir wollen jetzt nicht alles durchgehen. Wir wollen einfach nur mal gucken, was es hier so gibt. Switch Third Person Shoulder. Was ist denn Third Person überhaupt? Primary Attack ist Mouse One. Okay, J sollten wir uns auch merken für Item Droppen. Lean Left. Look. Chat Switch. Chat Channel. Schnabeltassen. Euter. Sekret. Was ist jetzt hier? Ah, Third Person Kamera. Okay, gut. Gucken wir mal. F1. Okay, das ist die Third Person Ansicht. Und ich bin für kurze Zeit so eine Art Rayman gewesen, denn man hat meinen Körper nicht. Oh, jetzt bin ich schon wieder ein Rayman. Aber warum? Jetzt bin ich wieder kein Rayman. Das ist ja lustig. Nicht. Aber nun denn. Ich weiß nicht, ob ich in Third Person spielen möchte. Ich bin ja eigentlich mehr so der. Naja. Der, First Person Mensch. So, mit Left Shift kann man den Atem anhalten, aber mit Left Shift rennt man gleichzeitig auch. Naja, bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich so sein soll. Okay. Framerate ist stabil, würde ich mal behaupten. Auch beim Blick auf diese Gebäude hier. Sind aber keine 60 Frames, die ich hier mit meiner GTX 970 erreiche. Würde ich zumindest jetzt mal behaupten. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Ich kann allerdings jetzt auch nicht an den Settings großartig was rumstellen. Vielleicht könnte ich mal das Anti-Aliasing hier umstellen. Ja, ich klicke jetzt einfach mal auf Yes und mache nochmal auf Yes. Vielleicht ist sie jetzt schon flüssiger. Nö, würde ich nicht sagen. Dann kann ich es auch wieder hochdrehen. Sah da nämlich ein bisschen glatter aus. Ich mache mal auf Einfach. Yes. Okay, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich im Video nicht sehen, weil im Video ist alles schön geanti-aliased. Nein, ich möchte nicht Exit machen. Was mache ich denn da? Ich bin ja tatsächlich ein bisschen verwirrt hier. Back. Resume. Meine Güte, das war jetzt okay. So ist okay, finde ich. Also so, gute Framerate, bestimmt 60 Frames. Sobald ich hier so ein bisschen auf die Stadt schaue oder auf das Dorf, muss man sagen, wird es nicht ruckelig, aber man merkt schon, da muss die Grafikkarte ein bisschen mehr kämpfen oder die CPU. Das kann natürlich auch sein, dass ich da mit meiner blöden 8-Kern-AMD-CPU mal wieder der Gearschte bin, aber das ist doch schon mal deutlich flüssiger spielbar als DayZ. So, haben wir ein Inventar? Zumindest mit Tab haben wir keins. Settings. Controls. Hätte ich eigentlich jetzt eigentlich hier auf Controls klicken müssen. So, wo haben wir denn unser Inventar? Slots ist. Oh, wir können ja auch Kicks machen. T. T und V. V sind Kicks, T sind Punches. Ich habe gerade Fußspuren gehört, dass. Ich höre schon wieder Fußspuren. Ist hier etwa ein anderer Spieler? Das will ich jetzt gar nicht. Ich beschäftige mich doch gerade mit dem Inventar. Wenn ich hier Tab drücke, passiert das. Oh, da schalte ich durch die einzelnen Elemente. Okay. So. G ist das Inventar. Wir sehen, wir haben eine Mütze, wir haben eine Taschenlampe. Das ist unsere Figur. Das ist unser Shirt. Das sind unsere Flipflops. Okay. Ja, sehr stilecht. Denn alles, was mir bleiben dürfte. So, kann man denn hier ähnlich wie bei DayZ dann auch Proximity-Items sehen? Nee, das sieht man scheinbar nicht. Gut, da ist irgendein zerfleddertes Buch. Ich vermute, das werde ich nicht benutzen können. Okay. Ja, ich möchte jetzt natürlich am liebsten mal ein Item sehen, was ich aufsammeln kann. Damit ich erkenne, wie denn aufsammelbare Items überhaupt identifizierbar sind. Das da unten sieht ein bisschen aus wie ein aufsammelbares Item. So, crouche schon mal.
nicht. Oh, X ist crouchen. Das hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise erleuchtet oder so, wenn ich was aufsammeln möchte. Gibt es hier noch eine extra Taste oder? Ich denke ja mal, dass für Aufsammeln ist einfach nur Interact oder so. Drop Item, Hold Breath, Freedom, Left Shift. Das ist aber auch Rennen. Wo ist denn Rennen hier? Rennen! Sprint, Left Shift. Okay, so das gleiche wie Hold Breath. Beim Rennen den Atem anhalten. Ich habe das Gefühl, das ist nicht unbedingt die klügste Entscheidung, aber gut, wir überlassen dem Spiel jetzt erstmal sich selbst. So, Free Look, Left Alt, ja. Ganz toll. Action Menu Up, Action Menu Down. Aha, was denn für ein Action Menu? Free Look, Iron Sight, Primary Slot, Move Forward. Wo ist denn jetzt diese blöde Interact-Taste? Inventory, G. Vehicle Exit, F. Okay. Jetzt finde ich auf einmal hier... ach, ja. Use Pickup Open. Okay, das heißt einfach nur nicht Interact. Okay. Dann scheint das hier scheinbar nicht zu sein, was ich aufsammeln kann. Dann laufen wir mal weiter und ich laufe schon die ganze Zeit in Third-Person-Perspektive. So, hier unten rechts, unsere Werte haben sich schon verändert. Unser Hunger ist bei 91%, unser Durst bei 87%. Und was das da drüber ist, kann ich leider nicht identifizieren. Kann ich denn nicht das HUD, also das HUD, ein bisschen vergrößern? Oh, more. Man kann hier noch mehr einstellen. Tatsächlich. Da war ich wohl ein bisschen übereilig mit meiner Einschätzungspartikel. Ja, lassen wir einfach mal alles auf Very High. Motion Blur. Ja, lassen wir auch mal drin. Okay. Aber wir haben hier tatsächlich keine Möglichkeit, das Interface ein bisschen einzustellen. Schade eigentlich. Das würde ich nämlich gerne machen, weil... Denn dieses Interface hier ist verdammt groß, aber das da unten ist mir ein bisschen zu klein. Könnt ihr ja jetzt nochmal gucken, ob man vielleicht die Maus frei über das Interface bewegen kann. Dann könnte man mal schauen, ob man hier vielleicht die einzelnen Interface-Elemente vergrößern kann. Aber gut, wir wollen dem Spiel jetzt auch nicht zu viel zumuten. Oh, Pickup Wheel. Ich kann dann Wheel pickuppen. Ist es jetzt ein Inventar? Tatsache. Das passt in meine Jeans, aber warum nicht? Bin ich okay. Ja, ich vermute, die Wheels können wir brauchen, um irgendwann dann Fahrzeuge zusammenzubauen. Ich werde jetzt aber doch mal hier die Kameraperspektive umschalten, denn irgendwie bin ich mir selbst ein bisschen im Weg. So, was ist das? Weiß ja nicht. Ja, das ist natürlich, ne, bei so einem schmutzigen, aber doch sehr gelungenen Grafikstil fällt es mitunter natürlich ein bisschen schwer, einzelne aufsammelbare Objekte zu erkennen. Hier haben wir einen kleinen Grafikfehler. Ich weiß nicht, ob der im YouTube-Video dann auch noch so flickert, aber sollte eigentlich. Okay, da haben wir eine Plepsi. Ähnlich geschickte Wortspiele wie bei DayZ. Aber finde ich okay. Trägt natürlich auch so ein bisschen zum charmanten Großen und Ganzen. Oh, ein Longsleeve-Shirt. Aber wir haben ja schon eins an. Egal, wir sammeln jetzt erstmal alles ab. Oh, da ist eine Pistole. Kann ich springen? Ja. Krass, ich brauche die Pistole. Ich kann sie aber so schon mal nicht anvisieren. Okay. Krass. Sehe ich denn auch, wie viel Munition ich hier habe? Rounds, 9 von 10. Jetzt habe ich also einen Schuss einfach nur für diesen Test verballert, aber was soll's. Das muss man sich doch auch mal gönnen. So, wie kann ich denn jetzt die Waffe wieder einstecken? Das sollte man natürlich schon herausfinden, denn sollte man auf Gegenspieler treffen, macht es doch vielleicht einen etwas aggressiven Eindruck, wenn man da mit vorgehaltener Waffe auf denjenigen zuläuft. Inventory, Vehicle Exit. Das interessiert mich jetzt gerade eigentlich nicht. Move Analog, Sit Look, Jump, Crouch, Sprint, Lean, Left, Secondary Slot 2, 1, 2, 3, Primary Slot 1, 2, 3. Ist doch doof.
Melee Kick, das will ich alles nicht. Zoom in, Zoom out, das will ich auch nicht. Free Look will ich auch nicht. Hold Breath, Drop Item will ich auch nicht. Ich möchte eigentlich nur meine Waffe wieder nach unten machen. Aber es gibt's ja anscheinend nicht. Ja, Iron Sight, toll. Dann muss ich eine Taschenlampe nehmen. Das will ich aber nicht. Das ist doch doof. Ich möchte das nicht. Ah, okay. Ich muss die Slot-Taste nochmal drücken. Dann wird das Ganze weggesteckt. Seht ihr, das ist jetzt auf der 3. Ich drücke die 3 nochmal. Und schon wird die Waffe weggesteckt. Ja, das sind halt so die Anfangsschwierigkeiten, die man dann hat. Aber gemeinsam mit euch lassen die sich natürlich umso leichter bewältigen. Ja, nebenbei kann ich ja von den weiteren Eindrücken von der Gamescom erzählen. Hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich war diesmal im Prinzip bei keinem wirklichen Stand. Also ich habe mich für Lego Dimensions angestellt, weil ich halt ein riesengroßer Doctor Who-Fan bin. Und das Spiel einfach mal anspielen wollte. Und tatsächlich habe ich dann auch beim Anspielen schon mit dem Doktor himself in Form des 12. Doktors, also Peter Capaldi, spielen können. Aber irgendwie muss ich sagen, reizen mich die Lego-Spiele auch gar nicht so, wie sie es noch anfangs taten. Denn irgendwie so wirklich was getan hat sich bei den Spielen nicht. Und das Prinzip ist doch schon übelst simpel. Und ich finde, sie werden auch zu Unrecht ein bisschen sehr gehypt. Von daher bin ich der Meinung, dass ich meine Lego-Dosis eigentlich mittlerweile intus habe. Und der Humor der Spiele, der immer so gelobt wird, der ist für mich, ich finde den schon ein bisschen pipi-kaka-mäßig, also ein bisschen zu einfach. Okay, das brauche ich eigentlich nicht. Pick up Nails. Nö, ich will jetzt auch keine Nägel haben. Ich will noch nichts bauen. Man kann hier wohl auch Basen bauen. Auch in diesem Punkt ist dieses Spiel DayZ scheinbar überlegen. Das Einzige, was dem Spiel halt so ein bisschen fehlt, ist scheinbar die Community. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ne? Allein die Tatsache, dass das Spiel einfach schon mal flüssig läuft und ein Menü hat, das sich tatsächlich vernünftig bedienen lässt, sollte doch schon so manche DayZ-Spieler anlocken können. So, gehen jetzt mal hier raus. So, in dem Haus waren wir. Ich weiß nicht, ob man hier Bären sammeln kann. Sind hier Bären anwesend? Sind das hier Bären? Ich habe eine leichte Farbsehschwäche, deswegen kenne ich Bären wahrscheinlich etwas schlechter als jemand, der bei klarem Verstand ist oder bei klarer Sicht. Das ist eine Toilette. Ich finde hier auf jeden Fall schon mal ein paar Items. Das ist ja ganz schön. Ich hätte jetzt schon einen zweiten Baseballschläger. Cool. Was ist das? Irgendwie kann ich es nicht sammeln. Nö. Okay, gut. Oh, ein Stowpack. Ist das sowas wie ein Rucksack? Ja, ein Stowpack ist so etwas wie ein Rucksack. Das heißt, wir können noch viel mehr Items aufnehmen. Nur in diesem Haus finden wir da nichts Neues. Springen wir mal über diese kleine Mauer und schauen im nächsten Haus, was da los ist. Bedrohung habe ich derzeit noch keine gespürt, bis auf natürlich, dass unsere Statuswerte sich hier so langsam verringern. Aber wir lassen sie noch mal ein bisschen sich weiter verringern, damit wir hier weiter auf Itemjagd gehen können. So, ich möchte jetzt gerne wissen, was dieser zweite Statuswert von oben bedeutet. Also ganz oben wird ja wahrscheinlich irgendwie Verstrahlung, Radioaktivität sein oder so. Das ist ja schon mal ganz cool, dass es hier verstrahlte Gebiete zu geben scheint. Aber das zweite sagt mir irgendwie noch gar nicht. Ist das Fieber? Ist das ein Thermometer? Ist das meine Temperatur? Ich habe keine Ahnung. So, ist ja ein großes Haus. Hier sollte ja ein bisschen was abzugrasen sein. Ein umgekipptes Bild. Oh, was ist das? Ja. Fleisch. Fleisch. Canned Meat. Das kann man doch gebrauchen. So. Ansonsten scheint hier oben nichts mehr zu sein. Zumindest in diesem Zimmer. Hier ist ein Badezimmer. Da ist aber auch nichts. Keine Stiefel mehr in der Badewanne. Da, wo sie ja eigentlich hingehören.
In jedem gut sortierten Haushalt. Okay, gehen wir mal wieder. Oh, da unten sind doch noch Stiefel. Also man muss hier doch schon teilweise recht genau hingucken, weil hier die Items natürlich farblich dann teilweise Ton in Ton mit der Umgebung verschmelzen. So, Garage. Ist hier noch was? Ja, was ist das? Zündkerzen. Ich möchte erstmal noch kein Auto bauen und mein Inventar deshalb nicht mit so nicht mittelbar wichtigen Objekten zu müllen. Okay, wir überqueren hier mal die Straße. Das Gefühl, dass ich irgendwie... Also stellenweise habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie gebeugt gehe, weil ich habe das Gefühl, dieser Zaun müsste für mich gar nicht so groß wirken, aber er tut es ganz offensichtlich. Naja. So, was haben wir denn da? Oil. Das klingt für mich auch nach Auto. Ich will keine Autos. Water Bottle, die sammeln wir nochmal auf. Die können wir bestimmt irgendwo füllen. Vielleicht an Gewässern. Man weiß es nicht. Dieses Spiel ist gerade im Sale übrigens. Also kostet, glaube ich, 11,29 € anstatt der sonst üblichen derzeit, keine Ahnung, 18,99 € oder so. Oder 19,99 €. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, 11,39 € oder 29 kann man doch für sowas schon mal ausgeben. Allein um das Projekt zu unterstützen, allein um die Hoffnung auf ein DayZ in Gut weiter zu bekräftigen. Denn ich glaube, viele dieser Projekte entstehen einfach aus dem Frust über DayZ. Denn ich glaube, bei vielen dieser Entwickler handelt es sich tatsächlich um leidenschaftliche Zocker, die halt DayZ eigentlich ganz schön cool finden. Da haben wir weitere 9 mm gefunden, die DayZ selber ganz toll finden und sich einfach selber wünschen, dass da was Tolles passiert, aber auch nicht drauf warten wollen. Na so, und deshalb machen die halt was Eigenes. Und hey, da muss man doch sagen, danke DayZ, dass du so viele Klone hervorbringst. Denn aus denen könnte wirklich was werden. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, und ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich unterstütze diese Projekte gerne mit ein paar Euros. Und ich finde, ihr lieben paar Teebeutel-Tee-Zuschauer solltet das auch tun. Ja? Das macht mir überhaupt nichts, dass ihr so wenige seid. Dafür seid ihr so toll. Ja? Ihr seid die coolsten. Ihr seid die coolsten Zuschauer, die man haben kann. Und das ist ja für euch auch was Tolles, ja? Dass ihr jetzt morgen zur Arbeit gehen könnt oder in die Schule gehen könnt und sagen könnt, hey, wisst ihr, was ich bin? Und dann werden euch alle fragend angucken und dann könnt ihr sagen, tja, ich bin einer der coolsten Zuschauer auf YouTube. Und dann werden die vielleicht sowas sagen wie, sagt wer? Und dann könnt ihr sagen, tja, der Teebeutel. Und dann müssen auch Zweifler... Ja, dann müssen auch die Zweifler so langsam mal die nackte Wahrheit erkennen, die Realität anerkennen und euch zustimmen. Da müssen sie sagen, ja, du hast recht. Wenn der Teebeutel das sagt, dann muss es sich bei dir ja tatsächlich um einen der coolsten YouTube-Zuschauer der Welt handeln. Und dann könnt ihr sagen, nein, nicht um einen der, sondern um den coolsten Zuschauer, denn jeder einzelne Teebeutel-Pi-Zuschauer ist jeweils der coolste YouTube-Zuschauer. Das ist doch wohl selbstverständlich. Habt ihr das Gefühl, in dieser Gegend wurde sehr viel Kaffee getrunken, denn ich sehe überall diese Kaffeetassen, was ich für grundsätzlich auch ziemlich cool halte. Denn, stellt euch mal vor, die Apokalypse bricht aus, alles radioaktiv verstrahlt. Da würde ich erstmal auch mir eine fette Tüte drehen. Mir ein paar Tage lang diverse davon genehmigen und währenddessen wahrscheinlich sehr viel essen und Kaffee trinken. Kann ich über diesen Zaun springen? Nein, muss ich doch wieder raus aus diesem gemütlichen Gebüsch. Und in das nächste Haus hinein. Okay. In Sachen Zombies ist ähnlich viel los wie in meinem DayZ Let's Play, was ich letztens hochgeladen habe. Also dieser eine Teil bisher. Nämlich gar nichts. Also
Scheinbar halten die sich nicht besonders gern in Städten auf. Das könnte zumindest eine der Ursachen sein. Verrotteter Apfel, warum nicht? In der Not frisst der Teufel Fliegen oder verrottete Äpfel, so stand es schon in der Bibel geschrieben. Und nicht nur dort. So, ich würde mal sagen, wir durchforsten jetzt noch diese beiden Häuser und dann laufen wir einfach mal ein bisschen weiter die Straße entlang, schauen, ob wir aus der Stadt rauskommen und schauen, ob da irgendwie Leben stattfindet. Kann natürlich sein, dass ich auch wieder so einen Server erwischt habe, der zwar nicht gesondert als solcher gekennzeichnet ist, aber der irgendwie wieder ein Server komplett ohne Gefahr ist, ohne Untote. Oh, ist das? Nutspread. Nussgespreizt. Ja, so Nussgespreizt braucht man. Definitiv. So. Ach ja, eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, schon das fünfte Mal Windows 10 auf diesem Rechner installiert. Denn wie es der Zufall so will, ist dann auch noch meine SSD vor ein paar Tagen abgeraucht. Und das war schon so ein bisschen schade. Hat der Hoodie vielleicht mehr Slots? Oh, nee, um den jetzt aufzusetzen, müsste ich ja alles umräumen. Dazu habe ich jetzt keine Lust. Meine SSD ist abgeraucht. Und das Doofe ist natürlich bei Windows 10, kleiner Tipp für euch am Rande, wenn ihr aktualisieren wollt. Ihr könnt euch so ein Installationsmedium quasi erstellen lassen. Zum Beispiel einen USB-Stick oder ein ISO, das ihr dann brennen könnt. Und dann könnt ihr davon frisch installieren. Aber jetzt glaubt mal nicht, dass diese Installation sich dann aktiviert. Ich habe jetzt verschiedene Aussagen gelesen. Das bedeutet, wenn man vorher von einem vorherigen aktivierten System aktualisiert hat und dann mit einer Microsoft-ID angemeldet war, dann wird quasi so ein Footprint der Hardware auf den Microsoft-Servern hinterlegt. Und wenn man dann wirklich mal komplett blank neu installiert, dann wird das System anhand des Footprints erkannt. Außer natürlich, ihr habt unglaublich viel Hardware verändert und der Footprint stimmt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall wird dann dieser Footprint, oh, den will ich haben, wird der Footprint erkannt und das System aktiviert sich dann wieder, aber das war bei mir nicht der Fall. Und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Also ich musste ja einen Clean Install machen, weil die alte Festplatte im Eimer war. Da konnte ich also auch nicht das System von sich aus sich selbst zurücksetzen lassen, weil, wie gesagt, kein System mehr da, nichts zu booten da. Also habe ich mithilfe dieses Installationsmedium einen Fresh Install gemacht, einen Clean Install, und das wurde nicht aktiviert. Glücklicherweise hat die Firma, bei der ich arbeite, mir jetzt einen Enterprise Key gesponsert. Was ja auch wohl selbstverständlich ist, denn ich arbeite ja hier und da auch mal von zu Hause aus, wenn Not am Mann ist. Also kann man das ja wohl mal, ne? Kann man wohl mal machen. Aber es war natürlich eine feine Geste. Wir gehen mal hier rein, ist mal ein anderes Gebäude. Ist das schon wieder Nägel? Ja, Nägel. So dass ich dann mit diesem Key aktiviert habe. Jetzt habe ich mal Windows Enterprise zu Hause, ist auch schön. Ne, Enterprise. Ne, ihr wisst schon, Star Trek. Das, was vor 20 Jahren mal echt cool war, mittlerweile nicht mehr ganz so cool ist, wie ich finde. Alter, bin ich schon so überfüllt oder was? Meine Fresse, ich bin schon so überfüllt. Mein Stowpack ist schon voll. Okay, macht aber ja nichts. Wenn ich da einen Mauszeiger drüber halte, da habe ich auch keine Hilfe, ne? Ne. Was ist denn das da unten? Gesundheit hoffentlich. Okay, ich muss mal einen Schluck trinken hier im wahren Leben. Ah, und dann auch mal im Spielleben. Consume. Ich dachte, ich hätte schon mehr Dosen aufgesammelt. Mehr Getränkedosen. Okay, wir sind jetzt bei 76%. Trinken wir mal gleich noch eine, sind wir bei 93%. Okay, damit kann man leben. So. Was ist denn Nutspread? Okay, wir essen jetzt erstmal. Krass, wir brauchen keinen Dosenöffner. Und wir sind komplett gesättigt. Das war sehr ergiebiges Beef. Aber ich habe doch Canned Meat. Habe ich nicht noch mehr? Ich habe doch mehr Sachen aufgesammelt, oder nicht? Als noch einmal Canned Meat. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber naja, okay. Jetzt kann ich aber das Canned Meat, was hier im Raum befindlich ist, aufsammeln. Autobatterie wollen wir wieder mal nicht haben, sonst ist hier nichts.
Field of View kann man auch nicht einstellen, so wie es aussieht. Würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen hochdrehen, einfach der Übersichtlichkeit halber. Ist aber egal. Bislang so unspektakulär das Spiel auch vonstatten geht, finde ich es sehr sympathisch. Allein, weil es auch nicht spektakulär failt. Also, es sieht sehr hübsch aus und es läuft einigermaßen performant. Und, naja. Das, was es tut, ist zumindest ganz gut spielbar. Da sind sie schon wieder, die Kaffeetassen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, bevor ich jetzt die Stadt verlasse, noch ein bisschen was zu essen. Das würde mich doch schon so ein bisschen beruhigen, weil ich über das Bärenvorkommen in dieser Stadt nicht so gut informiert bin und ich nicht weiß, ob wir uns dann halt eben mit Bären wirklich über Wasser halten können, falls wir nicht ausreichend Nahrung dabei haben. Ich kann auch nichts über das Spawn-Verhalten hier sagen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Nee. Ich kann nichts über das Spawn-Verhalten von Items sagen. Also, wenn wir jetzt hier alles abgrasen, wie lange es dauert, bis da vielleicht neue Items spawnen. Oder vielleicht spawnen ja einfach nie Items. Und es ist einfach vorgesehen, dass man irgendwann verhungert, traurig ist, depressiv wird. Das ist der depressive Modus dieses Spiels. Ganz schön leergeräumt. Und da. Nails. Wir brauchen keine Nails, wir brauchen Eaten. Wir wollen Eaten haben. Electrical Parts brauchen wir auch nicht. Wir wollen erstmal nur Eaten. Fressen, fressen, fressen. Das ist unsere Devise. Wir wollen fressen. Haben wir auch schon so ein paar Reiswaffeln geholt hier zum Knabbern. Ich finde, ich werde auch gleich mal im Let's Play hier die erste Packung Reiswaffeln öffnen. So ein bisschen crunchen, ja, damit ihr live dabei seid. Ich bin nämlich auf Diät, ja. Bin zwar eigentlich nicht besonders fett, aber so ein bisschen Beziehungsplauze habe ich schon bekommen jetzt. Komischerweise erst innerhalb des letzten Jahres meiner schon mehrjährigen Beziehung. Weiß nicht, woran das lag. Die letzten Monate waren auch geprägt von Grillen und Feier hier und Feier da und vor allen Dingen auch Feier tralala. Ja, das ist halt nicht so einfach. Ne? Da kann man halt nicht Nein sagen und dann ist man halt eben ein bisschen fett. Ich werde schon wieder dazu verleitet, doch noch hier in ein Haus reinzugehen. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte doch eigentlich nur singen. Ist noch so ein Behälter. Aber den haben wir vorhin mal in so einer Spüle gesehen und tatsächlich ist es einfach wohl kein Behälter, den man aufsammeln kann. Okay. Ist die Maus irgendwie nach oben geglitscht. Ich kann euch leider nicht sagen, warum. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. So wie es hier bereits auf diese Toilettenschüssel getan wurde. Nach diesem Haus rennen wir einfach mal in die Wildnis. Oh. Aber wir haben ja schon ein Stowpack. Kann ich das aufsammeln? Ich meine, wenn man jetzt mal realistisch ist, dann könnte man sich das ja auch vorne um den Bauch schnallen. Egal. Wir gehen jetzt mal hier raus. Da ist die Tür. Mach nochmal wieder ein bisschen Third-Person-View an, damit das für euch ein bisschen interessanter ist vielleicht. Ich kann nicht rauszoomen, ne? Doch. Ah, ich kann rauszoomen. Wie gut. Das möchte ich jetzt mal. Ich zoome raus und verlasse diese Stadt auf unkonventionellem Weg. Und mein einziges Ziel für dieses erste Let's Play soll einfach nur sein, auf eine Gefahr abseits des Verhungerns zu stoßen. Deshalb habe ich hier auch eine Karte. Nee. Walk, Sprint, Crouch, Sub, Chat, Switch, Chat, In-Game Menu, Inventory, Vehicle Exit, Vehicle Horn, keine Karte. Das ist ja jetzt schon krass. Was ist denn da los bei euch? Warum habe ich denn keine Karte? Das ist ja schon ziemlich heftig von euch, ey. Ich möchte aber gerne eine Karte haben. Tja, habe ich eine im Inventar? Nö. Schade irgendwie. Na gut. Dann laufen wir erstmal ohne Karte ein bisschen durch die Gegend. Schauen, was hier passiert. Das ist doch ein See. Wenn ich so ein Mutant wäre, würde ich mich doch in der Nähe eines Sees aufhalten. Da könnte ich zur Not dann wenigstens mal baden. Denn so ein Mutant, der riecht bestimmt doch etwas streng. Aber wisst ihr was? Wenn wir da beim See sind, können wir mal versuchen, unsere Wasserflaschen
Das hätte zwei aufgesammelt. Ah, sind ja auch zwei, okay. Können wir ja mal unsere Wasserflaschen hier so ein bisschen füllen. Ist vielleicht auch kein See, sondern eher ein Fluss, aber das soll uns ja nicht daran hindern. Fließendes Wasser ist von der Tendenz her ja schon mal ein bisschen gesünder, weil es wahrscheinlich sauberer ist. Oh, schaut euch die Wellen hier an. So, reicht das, dass ich hier schon im Wasser stehe? Kann ich jetzt schon einfach hier die Flasche usen? Consume. Ja, ich wollte aber... Ich wollte das nicht... Ja, und jetzt ist die weg. Mhm. Kann man also gar keine Flaschen füllen. Die sind einfach schon voll. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil ich würde ja gerne jetzt hier... mich... an dem Wasser der Umgebung bereichern. Aber das werde ich nach Aufnahme des Tutorials, nach Aufnahme des Let's Plays hier ein bisschen in Erfahrung bringen müssen. So, wir haben einen Fluss durchquert. Nass sind wir nicht. Aber aus Frust über die Tatsache, dass wir keine Flaschen füllen können, lehnen wir uns mal etwas zur Seite. Krass. Und jetzt die andere Seite. Das wird mir schon ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich muss hier gleich live im Let's Play kotzen. Egal. Mhm, da ist eine Hütte. Da ist schon wieder eine Siedlung. Oder vielleicht immer noch die gleiche und ein Ausläufer der Siedlung. Wir hüpfen. Ja, das schaffen wir wohl nicht. Dann gehen wir doch mal um den Zaun herum. Na, wo ist denn hier was? Hallo? Ich will Mutanten sehen. Vielleicht halten die sich einfach so ein bisschen von den Siedlungen oder Dörfern fern. Weil sie sich gerne anderweitig vergnügen. Ich will eigentlich nicht schon wieder in ein Haus. Ich möchte eigentlich hier raus und Zombies sehen. Ich laufe mal weiter querfeldein, in der Hoffnung, dass ich nicht gleich schon wieder dem nächsten Dorf begegne. Und bis zum nächsten Let's Play werde ich mich dann schlau machen, was es hier so Trinkbares und Essbares in der freien Wildbahn gibt. Natur! Ist doch um uns herum, aber ich habe hier zumindest den Eindruck, wir haben nicht so viele Sträucher. So, kann ich hier irgendwas einsammeln? Nö. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal durch jedes Gebüsch und drücke F. In der Hoffnung, dass sie was tut. Nein. Aber immerhin ist uns kein weiteres Haus begegnet. Vielleicht steigt damit die Chance auf den ersten mutantiösen Kontakt. Oh, hier. Hier verlieren die Bäume... ihr Laub. Vielleicht nähern wir uns jetzt einer radioaktiven Zone. Wer weiß das schon? Hallo. Wie läufst du denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nix. Hm. Bislang. Die Springanimation sieht schon mal nicht so schlimm aus wie beispielsweise... Dead Real. Okay. Da ist eine Mauer, da ist wahrscheinlich eine Levelgrenze. Da brauchen wir es jetzt nicht probieren. Tja. Wie ihr seht, ein bisschen tote Hose. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte ja mir schon einen ersten Zombie-Kontakt hier gewünscht für das erste Let's Play. Aber das Spiel verlangt wohl nach etwas mehr Arbeit für so einen Zombie-Kontakt. War da was? Nee, meistens ist es ja so, dass, wenn ich davon spreche, tatsächlich das Ereignis eintritt. Also zumindest in meinen Let's Plays. Im realen Leben tritt in der Regel nie das Ereignis ein, das ich vorhersehe oder mir wünsche. So... Tja. Gibt es ja auch eine
automatische Laufentaste, so ein Trigger quasi. Settings. Nein, hab schon wieder falsch gemacht. Controls. Ich will hier mal. Move analog. Das will ich nicht. Ne, gibt es anscheinend nicht. Das wäre natürlich jetzt noch ganz cool. Könnte ich nämlich hier einfach weiterlaufen und währenddessen meine Reiswaffeln fressen. Aber das Spiel verlangt von mir volle Aufmerksamkeit, sowohl geistig als auch körperlich. Es wird hier gerade auch so ein bisschen dunkler. Man merkt also hier, das Spiel verfügt über Tag-Nacht-Wechsel, was ja schon mal eine feine Sache ist. Aber dass wir keine Karte haben, regt mich ein bisschen auf. Oder so gar keine Orientierungsmöglichkeit. In Sachen Interface zumindest. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, klar, auch im realen Leben könnte es vorkommen, dass wir keine Karte haben. Aber wenn, dann gibt es ja vielleicht irgendwo Karten als Items aufzusammeln. Ist nicht der Fluss, den ich gerade durchquert habe, oder doch? Doch, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Naja. Dann würde ich mal sagen, wir bewegen uns wieder an den. Ja, ich glaube, da ist dieses längliche Gebäude, in dem wir vorhin noch waren. Okay, wir hangeln uns hier etwas am Fluss entlang und lassen diesen ersten Eindruck damit auch enden. Ja, denn ich will mal ein, zwei Dinge in Erfahrung bringen und vielleicht kann ich euch die dann schon im nächsten Teil dieses Let's Plays zeigen, denn ich gehe zumindest davon aus, dass es von diesem Let's Play einen zweiten Teil geben wird. Einfach nur, damit ich gemeinsam mit euch weitere Erkenntnisse hier erlangen kann. Okay, so. Wisst ihr was? Ich setze mich jetzt hin, denn dafür gibt es eine extra Taste. Bis denn, euer Teebeutel Pi.